Aber das ist sie nicht. Many persons tend to drift to dream just an unrealistic dream about life, which doesn't help at all. Also, von einer schlechten Grundschulausbildung bis zum Abitur gibt es einen klaren Zeitrahmen. So, between elementary school and university, there is a certain time frame. Ich suchte in der Stadt Hannover eine Schule auf und stellte die konkrete Frage, wie lange brauche ich, bis ich bei euch Abitur machen kann? And so, I contacted a school asking them about this time frame to pass the Abitur. Die erzählten mir, ja, da fehlt noch dies und dies und dies und dies und dies und So oh they God. Were telling me about everything what was missing so far to reach this target. Diese Anforderungen waren so groß, dass ich wieder den Elefanten vor mir sah. And now this created this already mentioned elephant in front of myself. Und hier gibt es wieder eine wichtige Entscheidung. And there was another very important decision. Du schaust dir nicht das Abitur an, sondern du schaust dir nur den Weg zum Abitur an, Schritt für Schritt. So you don't look at the general qualification for the university at first, but you look at the way, step by step. Deshalb sagt man, der Weg ist das Ziel. Ich muss hinschauen, was sind die einzelnen Schritte und nicht das Ganze sehen. And so again, I had to look at the individual steps to achieve this target and not at the final target. So, also habe ich alle Schritte, die man mir aufgezeigt hat, aneinander gekettet und hinten dran Abitur geschrieben. And this is what described my way to this qualification for the university. So, dann bin ich in meine Zukunft gegangen. Da haben die mir gesagt, du brauchst 3 Jahre für diese Zeit. So in my mind, I went into the future and I was described earlier a time schedule of three years. Also habe ich gesagt, gut, von 1984, 3 Jahre weiter. Ich befinde mich also im Jahr 1987. Dort werde ich mein Abitur machen. And so I, by this method, decided to get the qualification for the university in 1983. Und bin dann Schritt für Schritt rückwärts gelaufen und sagte, ah, hier ist die Mittelschule. Went back step by step to see the elementary school. Und dann war ich im jetzt wieder angekommen, 1983. So went back until to the presence in 1983. Und sagte, jetzt weiß ich, warum ich meinen Bürokaufmann mit 1 bestehen werde. And this was when I said, now I know why the examination for the clerk will be at this certain level 1. Ich fing an zu lernen. Ich paukte wie ein Verrückter. So I started to learn, hard learn. Es war für mich eindeutig klar, eine 2 als Note wird nicht mehr akzeptiert. So it was very clear to me that a B as a result is not acceptable. Ich habe meine Ausbilder gefragt, wann sind die nächsten Arbeiten? So I asked my trainer when the next test would be. Und machte das gleiche Spiel wieder. And so I did the same game again. I played the same game again. Setzte die Klassenarbeit in die Zukunft und rechnete rückwärts, was ich tun muss. So I put the test into my future and then calculated backwards about what I had to do. Das könnt ihr auch. And this is what you can do as well. Und zwar mit jeder beliebigen Art von Ausbildung. Es ist immer gleich. And this planning fits for every type of education. Dieser Weg
den gehe ich heute noch. And this is still my today's way. Ob ich große Projekte verwirkliche oder ob ich ein Buch schreibe oder irgendetwas anderes tue, es ist immer der gleiche Weg. So whatever I do, whether working on big projects or writing a book, the way of how to do things is always the same. Als erstes träume ich. First the imagination. Liege also für den Rest der Welt auf der faulen Haut. So it seems that I don't do anything at the time. Die Leute denken, ich mache gar nichts. Weiter. Und dann kriegen sie die Antwort, doch, doch, ich arbeite sehr schwer. Deshalb muss ich mich ja hinlegen. Okay, and lying and just thinking about the work and planning it, do the planning, this very often seems that I don't do anything. But it is simply the other way around, I'm very busy. Wenn ich dann weiß, was meine Träume mir als Ziele formuliert haben, eine Vorstellung mir als Ziele formuliert haben, dann frage ich wieder nach dem Wie. And as soon as I'm aware of the individual steps of my complete target, then again comes the question, how? Dieses Wie lasse ich wieder geduldig an mir vorbeiziehen. Das heißt, ich zwinge mich nicht zu antworten. And again, I do not find the answer myself. Manchmal kann das Wochen oder Monate dauern. And sometimes it can easily take weeks or months. Diese Zeit müssen wir aushalten. And you simply have to stand this time gap. Im anderen Fall pfuschen wir dem Leben ins Handwerk. And otherwise you would just kill your targets. Geduld. Be patient. Das Ziel ist doch schon bekannt. As the target is a definition. Die Materie muss doch folgen. Dann lass sie auch folgen. And so this means the target will guide you. Genau. Wichtig dabei ist, dass wir nicht aufhören zu träumen. It is very important that you don't stop dreaming or imagining your targets. Wenn du schrittweise deine neue Zukunft realisierst, dann veränderst du dich doch auch. If you want to put into practice your new future step by step, this creates a change in yourself. Du wirst reifer. Du weißt mehr. Es gibt vielleicht neue Ideen. You will develop your knowledge, you will have new ideas and your character will be proceeding. Das heißt, der ursprüngliche Plan sollte nur als roten Faden dienen. So this means that the original plan is the general or basic idea which can change through these time steps. Er darf aber nicht zum Gefängnis werden. Wenn die Zeiten sich ändern, gehst du mit. So this means if times are changing, you will change as well. Ein Wunsch hat keine Kraft. The wish and the dream as such does not have any power. Wenn du nur Wünsche hast, dann kannst du enttäuscht werden. In case you have just wishes, it is very easily to disappoint you. Nämlich, wenn sie nicht erfüllt werden. In case they don't come true. Dann bist du enttäuscht. Then you are disappointed. Ziele hingegen können nur erreicht werden. But targets can be reached only. Ein nicht erreichtes Ziel fordert dich immer wieder heraus.